Hallo, liebe Babbler, willkommen zu einem neuen Podcast-Format hier auf dem Kanal. Ich bin Sander, quasi der Zuständige für den Podcast, zumindest für den neuen. Und damit kommen wir auch schon zum Punkt. Es ist nämlich ein bisschen anders als die anderen Podcasts von Babbler. Auch ein bisschen länger leider. War auch spontan deshalb. Also die aktuelle Folge wurde komplett spontan aufgenommen, sagen wir es so. Und hat keinen wirklichen Faden. Hauptsächlich geht es um das Jahr 2021 und die damit verbundene Zukunft von dem Kanal, könnte man sagen. Also ziemlich untypisch für einen Podcast von Babbler. Es ging eigentlich immer um CSGO oder ähnliches und es kam auch sehr gut an eigentlich. Es hatte, ja doch, es kam gut an. Waren aber auch wesentlich kürzer, weshalb ich Jan da ein bisschen unter die Arme greifen wollte. Aber es liegt jetzt an euch, in die Kommentare zu schreiben, was ihr von so einem Podcast erwartet. Ob es bei Gaming bleiben soll, also so wie die alten, bloß halt vielleicht zu zweit, vielleicht auch alleine mit ihr, also dass es nur Babbler ist. Aber naja, ich kenne ja Babbler, der ist ein bisschen, ne? Hört ihr dann in dem Podcast, dass er nicht so gut zu Potte kam dieses Jahr zum Beispiel. Aber ich würde auch, wenn er es alleine machen würde und er würde es so aufbereitet haben wollen, wie in dem Beispiel heute, dann würde ich ihm das auch so machen. Also was ich persönlich selbst dachte, wäre ein vom Aufbau herkömmlicher Podcast, sage ich jetzt mal. Also dass man vielleicht am Anfang fragt, was so passiert in letzter Zeit mit Twitch und so weiter. So, wie läuft's? So geht's eigentlich auch in diesem Podcast heute. Bloß ein bisschen unstrukturierter. Oder vielleicht auch privat, aber das müsste man Babbler nochmal fragen, weil er zeigt ja relativ wenig von seinem Privatleben. Also er ist kein typischer YouTuber, sage ich mal. Und ich sage es so oft, sage ich mal, aber egal. Und dann leitet man halt auf Themen um, wie die dann auch gut und klar im Titel und Thumbnail gekennzeichnet sind, hoffentlich. Von mir aus kann ich auch noch Timecodes einfügen, wäre auch kein Problem. Wenn es ein herkömmlicher Podcast wäre, dann würde man den eigentlich am Stück durchhören, so einfach im Hintergrund was laufen haben. Aber wenn man das unbedingt möchte, kann ich Timecodes einfügen für die Themen. Also das sehe dann ungefähr so aus, so, ja, wie läuft es mit YouTube, bla bla, was kommen so für Videos, maybe, ich weiß nicht, vielleicht will er das auch nicht machen, so. Halt so eine Statusmeldung hauptsächlich. Und dann könnte man halt über upcoming Games, Serien, Filme oder aktuelles oder altes reden. Oder man redet über Spiele-Updates. Und natürlich auch über CSGO. Oder über aktuelle YouTube-Themen, Beefs, Hatsch und Klatsch. Vielleicht auch übers Kochen, ich weiß es nicht. Anime und Manga, aber das eher wahrscheinlich weniger. Obwohl 2021 ein richtig krasses Jahr wird für Anime. Und man hat ja schon bei 2020 gesagt, ey, ging eigentlich schon gut ab. Oder 2019? Ich weiß gar nicht mehr. Na ja, gut. Ja, in der Zukunft wäre es halt auch cool, wenn man dann Stammzuschauer aus dem Stream dazu holen könnte. Auch weil Babbler sehr community-nah ist und wir schon öfter abends im TS miteinander geredet haben und gute Gespräche hatten. Und gerade Stammzuschauer, weil man bei ihnen durch Erfahrung weiß halt, dass der Redefluss gewährleistet ist. Zu der jetzigen Folge wäre noch gesagt, dass es auch ein paar Einblendungen gibt. Wenn wir zum Beispiel über Thumbnails reden, nicht viele, aber ein paar. Also wenn man eh noch den Zweitbildschirm offen hat oder man sich fragt, worüber reden die gerade, kann man ruhig mal reingucken. Vielleicht wird es dann eingeblendet. Also ich habe eigentlich alles Mögliche eingeblendet. Ist trotzdem nicht viel. Und ja, übrigens unterbreche ich auch Bobla ein paar Mal. Das wird sich dann aber auch ändern. Da hat einfach die Struktur gefehlt heute. Also nicht heute, also vorgestern oder so. Sorry. Aber es ist meiner Meinung nach nur bei ein, zwei Stellen irritierend. Also, aber dafür entschuldige ich mich auf jeden Fall. Weil ich weiß, wie nervig sowas sein kann. Also denkt dran, in die Kommentare zu schreiben, was ihr so von dem Podcast erwartet. Oder welche Wünsche ihr hättet. Und wie lang zum Beispiel, weil die alten waren ja so durchschnittlich 20 Minuten. Und am besten welche Themenbereiche. Also einfach alles, Filme, Spiele, Serien und so weiter. Oder eher nur Gaming, halt wie bei dem alten. Ja, und dann viel Spaß bei dem Intro. So. Ich wollte gerade sagen, weißt du, hast du es komplett vergessen? Ja, ein bisschen. Ich habe viel gemacht. Ich mache immer sehr viel. Ja, krass. Mensch, ey. Aber nicht, dass du dich kaputt machst. Nö, da habe Also ich. vor allem mit der Schlaferei und so. Ich schlafe sehr früh ein in letzter Zeit, so um 8 und 9 und dann wache ich so um 5 auf.
Oder oh, das ist gut. Das nee, ist echt das ist gut. Voll nervig, aber es ist besser als vorher auf jeden Fall. Ja, es ist, also ich denke, das ist schon. Wenn ich mir das aussuchen könnte, würde ich es, glaube ich, lieber so machen. Das wäre zwar blöd für die Streams, aber. Es ist nur so doof, wenn man morgens aufsteht. Also um 4 Uhr morgens halt und es ist keiner da. Aber ja. Es ist halt so ein bisschen wie nachts. Also ich bin heute auch zufällig um, ich glaube, 3.30 Uhr oder 3.40 Uhr wach geworden, konnte nicht mehr pennen und bin dann auch einfach wach geblieben. Und es ist. Also es ist halt, wenn man die Nacht schon nicht durchmachen kann, ist das immerhin so ein bisschen das Feeling. Ja, das stimmt. Oh ja, was hast du denn? Ich hab dir doch mal eine Merch-Idee geschrieben, oder? Welche? Weiß ich nicht mehr. Aber es war irgendwas Gutes, glaube ich. Also ich habe hier diverse Geschichten immer dann auf dem Desktop abgelegt. Unter anderem noch das vom Tobi, das ist jetzt aber schon bald 2 Jahre alt. Ja. Also wenn es da nicht drin steht, dann habe ich es entweder nicht aufgeschrieben oder du hast mir es doch nicht gesagt. Oder wir haben nur kurz so casual drüber gesprochen. Nee, pass auf, ich habe es so gesagt irgendwie. Und dann meinst du, schreib mir das nochmal. Ah, so, ja, das hört sich merken. Stark nach mir an. Ja. Das hört sich sehr stark nach mir an. Ja, wenn es nicht da ist, ist es auch nicht so schlimm, aber wäre halt cool, weil dann würde ich es mir auch nochmal notieren und dann. Ja, also ich denke, wenn man. So es war, also du sagst, es war eine Merch-Idee, ne? Es war aber nichts Spezielles jetzt wie für. Also es ist Kleidung. Achso, okay, weil Logo, ich hatte nämlich. So in der Art, irgendwie so. Mich hatte, ich glaube, letztes Jahr im April oder Mai jemand angeschrieben, ich weiß gar nicht mehr genau, wer es war, und der meinte, wegen den Masken hätte er voll die gute Idee für Mundmasken, ne? Weil der Shop, aber also, das war's nicht du. Nee. Das habe ich auch irgendwie nicht gefühlt. Also ich dachte mir, das ist irgendwie komisch. Ja, ist Mademoiselle hat gerade letztens gesagt, sie hat irgendein Bild gesehen mit einer Katze drauf. Und da hat sie gesagt, ich soll die Barb da drauf machen auf so eine Maske, dass man die Barb tragen kann. Ja, ich meine, es ist jetzt so normal geworden mit den Masken, ne? Also so dumm wäre es nicht, aber. Ich weiß nicht, ob man da direkt so, ey, cool. Ich weiß nicht. Also Shirts sind etabliert auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich suche gerade noch die eine, ich habe hier noch irgendwo was gehabt und zwar bei Bilder. Wie habe ich das genannt? Ich dachte auch immer, die Masken helfen gar nicht so krass, obwohl das mega dumm ist, weil sie ja auch im Krankenhaus benutzt werden, aber keine Ahnung. Man hat die Japaner oder die Chinesen immer so belächelt, dass sie immer Maske tragen, aber es macht ja tatsächlich auch Sinn dann. Ja, besser als nichts. Also, ja, vor allem in China, ne, wo sie so dicht besiedelt sind. Ja, genau, die haben das ja schon ewig. Das kennt man ja auch immer aus den Dokumentationen, ne, dass die alle alleine schon wegen dem Feinstaub und so mit den Masken rumrennen. Und dann auch und so trennen die Masken so und man denkt so, ja, okay, das ist halt wirklich nur ein Trend. Aber tatsächlich hilft es. Also, keine Ahnung, wie ich darauf kam, dass das nichts bringt. Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Also ich habe da so gar nicht drüber nachgedacht. Aber Leute ich dachte halt auch so, hä, what? Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe schon irgendwie schon immer, das ist schon Sinn hat halt, ja. Mhm. Aber speziell drüber nachgedacht habe ich jetzt auch nicht. Kann ja sein, dass das so beibleibt einfach, dass Leute gerne dann so eine Maske tragen. Also ich würde auf jeden Fall auch eine tragen, wenn ich einfach, wenn es kein Corona gäbe und ich einfach krank bin, einfach nur damit das nicht so spreadet. Ja, also ich finde es auch, ich finde jetzt zum Beispiel gerade beim Einkaufen und so grundsätzlich halt, ist ja schon immer irgendwie so ein bisschen unhygienisch alles, ne, mit den Einkaufswegen und sowas. Und das kennt man ja auch aus Japan, China und so, dass die da auch vor allem beim Einkaufen meistens Masken und manchmal sogar Handschuhe anhaben. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass man das zumindest mit den Masken auch so ein bisschen übernimmt, dass man da nicht über den Einkaufswagen drüber hustet und so ein Scheiß. Mhm. Ach, da ist es doch, verdammt mich so. Pass mal auf, also hier ist die letzte Datei. Das ist aber noch von Torbeno, glaube ich. Ah, verdammt. Nicht mehr drin, aber wenn ein Shirt war, dann fällt das bestimmt auch wieder ein. Weißt du noch, ob es zufällig irgendwas Vorhandenes war oder was brandneu ist? Ich glaube, es hatte irgendwas mit Babolack zu tun, ich bin nicht sicher. Nee, wahrscheinlich nicht. Klein Barbara. Also was auf jeden Fall, warte mal, war es nicht vielleicht sogar die Barbara? Ich habe dir das geschickt, dieses Babolack-Emote in groß, wolltest du das nicht mal haben? Oder war das Adrian? Aber ich glaube, das war für das Left 4 Dead Video, oder? Ah, stimmt, ja, genau. Das war aber das was ich meine, ist halt schon ewig her. Ich dachte, vielleicht hättest du das noch irgendwie. Vielleicht ist es im Twitch-Chat-Whisper-Ding. Aber da gucke ich mal selbst dann. Also, es könnte sein, aber es würde mich ja wundern, wenn ich es noch nicht aufgeschrieben hätte, weil ab und an hocke ich mich hin und arbeite alle ab, dass ich keine mehr drin habe, die unbeantwortet sind. Und meistens scrolle ich auch so ein Stück, falls irgendein Trade-Link eine wichtige Nachricht verdeckt hat. Also, ja. Also wahrscheinlich nicht, aber es könnte sein. Ja, wie gesagt, ist schon ewig her, aber ja gut. Ja. Ich bin jetzt gerade drin und scroll mal kurz hoch. Achso, nee, brauchst du nicht machen, das mache ich dann. Das dauert ja ewig, glaube ich. Ich sehe, also
Ja, wir haben gar nicht viel geschrieben. Ich bin jetzt schon beim 30.06. Da ist noch nichts. Also da ist echt ganz, ganz wenig drin. Dann noch was mit dem Musikbot. Ach, krass. Irgendwas mit Glasteile, angenehm für die Umwelt, kein Mikroplastik. Worüber haben wir da gesprochen? Ach so, diese Trinkkaraffe, glaube ich. Oh, die war cool. Ach, stimmt, das ist, hat man auf so ein Ding draufgepackt, ne? Und dann Ja, genau. mit so Ich einer habe mir irgendwann Schwerkraft. dann, ich glaube nicht arg viel später, habe ich mir das Teil geholt, das ich jetzt hier stehen habe, aus Glas. Das habe ich Nice. mir, da waren wir in der Ikea und das habe ich dann einfach mitgenommen. Aber da ist nichts. Also ich sehe hier auch, gut, hier sind einige Links, aber das sind alles YouTube-Videos, die sind, glaube ich, was ist denn das? Verlassen Sie sofort den gesicherten Bereich. Es ist auch ein uraltes Ach Video. so, okay. Sonst wird Gas freigesetzt, ja, Ach ich so, erinnere das. mich. Ja, das habe ich letztens erst wieder gesehen, also weil es jemand in den Test reingeschickt hatte. Was für ein Zufall. Das war gestern. Das habe ich jetzt hier gerade gesehen, aber wie Weird. gesagt, ich glaube, dass jetzt bin ich schon bei 2019. Oh, warte mal, was ist Ja. das? Ein Geschenk. Ah, nee, okay. Mir ist das nur letztens wieder eingefallen, da habe ich mich gewundert. Ja, mir ist Ja, auch nee, hier ist es. nochmal. Wolltest du auch irgendwann mal Retro-Spiele spielen für YouTube? Also so grundsätzlich einfach so Retro, also Ja. in Also ist nur eine Mach-Spaß-Form. Frage, weil ja, ich hatte voll Ja, die natürlich. lustige Idee für so ein Intro. Ja, solche Sachen gehen natürlich immer. Mir ist auch heute Nacht noch was eingefallen. Gott, was war das? Ah, nachts ist immer schlimm. Ja, ich hatte das Ding vor Augen, Man die muss das letzte aufschreiben, Ausarbeitung. sonst Ja, vergisst man es. genau. Und dann lag ich da im Bettchen. Meistens schicke ich dann einfach nur eine Sprachnachricht an Mademoiselle und sage Ablage oder schreibe Ablage davor. Du hast ja das letzte Testvideo hochgeladen. Genau, mit den Mates. Ah, das war cool, fand ich. Ja, Da bin ich ein bisschen das war stolz richtig drauf. nice. Das ist halt perfekt. Dann kommen die ganzen schlechten Sachen raus. Das ist Spell das for Perfekte. Cowards und so. Ja, genau, das ist einfach Opti für die ganzen, für die CSGO-Dinger. Ich hatte irgendwas war es noch, auch was so Videoreihen-spezifisches, wo ich dich fragen wollte, ob dir dazu was einfallen würde. Aber ich weiß nicht ja, was es war und jetzt aktiv. Ich könnte auch was für deinen, ich weiß nicht, also dein Jan Hofstedt-Kanal geht ja auch voll ab eigentlich, ne? So mit den Zahlen. Dafür, dass Ja, ich da könnte mir da relativ echt den wenig Arsch Videos. beißen, dass ich da jetzt 2 Monate oder so nichts mehr gemacht habe oder Ja, aber drei. ist ja auch Winter, also Ja, es ist halt ein unangenehmes bisschen Wetter. blöd. Aber ich könnte halt ultra gut den 3D-Drucker jetzt einfahren und damit halt 80 Millionen Videos machen. Das wird wahrscheinlich genauso gut laufen wie die Mofas. Ja, aber da habe ich auch schon ein paar Mal überlegt, aber das war auf jeden Fall nicht das, was in meinem Fokus war. Aber jetzt, wo du sagst, bin ich da gerade. Das ist heftig mit den Aufrufen und so. Ich meine, klar, da bediene ich ja auch Content, der halt gesucht wird. Ja. Und bei dem vor allem sehr wenig Konkurrenz besteht. Deswegen ist es ja kein Wunder, ne? Das ist ja was ganz Ich anderes, mag aber Vollzeit auch, wie Gaming. du die Videos aufbaust, so mit dieser ruhigen Stimme und so. Dankeschön, Dankeschön. Auch, habe ich vergessen. Warte mal kurz. Ja, dieses Erklärende und. Achso, ja, ich finde auch generell Real-Life-Videos machen ja auch eigentlich viel mehr Spaß, oder? Ja, also das, ja, also es. Ich meine, gut, was heißt viel mehr Spaß? Kommt halt darauf an, Ja, kommt drauf worauf an. man dann Bock hat. Ja. Aber ich muss schon sagen, als ich mittendrin in diesem CSGO-Sumpf war, also das klingt jetzt negativ, als wir halt voll, Es ist ich glaube, negativ. letztes Jahr oder vorletztes Jahr, als wir halt reingeballert haben und sowas, war das schon immer eine Erholung, als ich an den Mofas rumgewurschtelt habe. Und dann kam halt auch die Idee mit diesem Kanal, weil man dann halt wirklich so 100% was machen kann und bei der Sache bleiben kann und das nicht noch großartig verarbeiten muss. Ja. Also alles andere ist ja, also gerade im Gaming-Bereich, man Oh, kann da ja würde mir so. aber auch ein Intro einfallen. Weißt du, ist das, warte, was ist das? Ich kenne mich damit nicht aus, aber ist das, nee, das ist keine Vespa, oder? Nee, aber Mo, also Nee, Vespa Vespa ist waren auch. die anderen, ne? Vespa kann man Die. auch als Mofa zählen. Also ich glaube, eine Vespa wird. Ja, aber das waren Es die, gibt die ein. vorne breit sind, oder? Ja, genau, das waren die. Aber Ja, so das dein sind die. Mofa, was so längs fährt über die Mitte, von rechts nach links und dann hinterlässt es so eine Rauchwolke und dann das dann Naja, auf irgendein jeden Fall. Name So oder was so. wäre natürlich geil, Ja, ja. das wäre witzig. Auf jeden Fall. Ich versuche gerade krampfhaft zu überlegen, was ich da heute Nacht im Kopf hatte, weil das war irgendwas auch gar nicht so Unwichtiges, aber jetzt ist es komplett weg. Und wenn ich so auf den Kanal gucke, ich meine, ich habe ja keine extrem festen Formate, bis auf die Overwatch. Top 10 Dinger Overwatch und kommt ja auch Overwatch halt. sehr na, gut an, auch finde ich. Ja, und Die machen gut Gameplay. das, was du an Overwatch da hattest, das war ja auch schon sau nice. Wo ist es denn? Ja, muss ich dir noch schicken, glaube ich. Ja, das war auch ultra lustig. Hier oben, ne? Ne, warte, was ist denn Mit das? dem Guschel und der Lupe. Habe ich aus einem alten Guschel-Video rausgeschnitten. Oder? Ja, Oder habe ich genau, das? das Ja, ist ich glaube ultra schon. cool.
Was, wie ist denn das mit der Musik? Darf man die nehmen, diese Why the Fuck You Lying? Achso, ja, das ist ein Meme-Video. Genau, das ist ja so ein selbst erstellter Song von jemandem, der das aber nicht verkauft, ne? Da ist kein Label dahinter. Ich meine, ich kann das nochmal nachrecherchieren. Weil das ist schon echt heftig. Ganz im Gegenteil, von anderen Leuten halt angezeigt, dass sie Sachen von mir benutzen. Allein. Aber sonst, ja, bei mir ist da gar nichts mehr drin. Ha. Ja, ich dachte halt, das Lied passt gut wegen Cheater. Ja, das ist ultra gut. Ja, das ist echt nice. Vor allem sieht es halt auch voll so gut. Es hört sich nach Guschtel an, weil ja. er sieht so aus, wie sich das Lied anhört. Also es passt schon echt gut drauf, auf jeden Fall. Ja, wenn das, allem, das wenn das geclaimed ist, dann eher das, wo er sich Mühe gegeben hat. Und das klingt halt ganz anders, so soul-mäßig oder so. Ich weiß auch gar nicht warum, weil wenn ich auf das Wine klicke, was ich benutzt habe, das klingt halt. Ist das GTA-Musik im Hack? Nee. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Ich glaube, die haben einfach andere Musik hintergelegt oder so. Oh, das war echt die erste Fassung oder sowas, wo er nur rumgeblödelt hat. Aber ja, das hätte man auf jeden Fall nehmen können. Also wenn du das kannst du mir so, also wenn du Zeit hast, dann rüberschicken das Teil. Ja, mach ich. Und ja, dann ist das dann mit den Mates. Habe ich dir das schon geschickt? Also das Rohmaterial quasi? Das vom Neuesten noch nicht. Ah, okay, warte, notiere ich mir kurz, sonst ich vergesse das echt sonst. Also gut. Buscholetti. Mit den Mates. Natürlich. Ach so, ja, und was man natürlich noch machen könnte, ja. Wobei ich mich da auch dann bald selbst dran gesetzt hätte, wäre die Thumbnail zum aktuellen Knife-Ding ist halt echt schwach ausgefallen, weil ich das schnell vor dem Stream pressen wollte und einfach nur den Stream-Sniper-Schutz von dir reingeballert habe. Ja, das fand ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also schlecht finde ich es auch nicht, aber es ist. Also theoretisch, wenn der Stream-Sniper-Schutz, so wie er ist, ausgebaut wäre auf ein 16:9 Thumbnail halt, ne? Mit 1280x720, das, ich denke, dann wäre es halt Opti. So ist es. Ich so ist okay. Es halt so rein. Also okay ist es schon, ja. Aber ich dachte, das wäre das Nonplusultra. Es hat irgendwie was. Ja, aber ja, ich finde auch gut, dass halt CS im Hintergrund ist. So. Ja, genau. Ich habe CS im Hintergrund gemacht. Ich glaube sogar ein bisschen blurry und habe halt dann auch diese Vignette draufgelegt. Ja, die finde ich super. Es ist irgendwie, manchmal hocke ich halt dann da und habe halt dann nur 10 Minuten Zeit, weil ich halt dann doch will, dass das Video vor dem Stream kommt. Wir hatten jetzt am Freitag 1000 Leute im Stream dadurch. Mhm. Hätte ich das erst Samstag gebracht, wäre es halt einfach wieder verlaufen. Ja. Ja. Aber, also das ist halt das Problem mit YouTube, dass man halt auch ein Thumbnail, also manchmal ist es halt völlig egal, was für ein gutes Video es ist, wenn es, wenn es ja, Thumbnail das ist das halt Wichtigste. Passt, so. Also es ist ja wirklich immer so. Aber wenn man dann eine Stunde am Thumbnail sitzt, ist halt auch kacke. Gerade wenn man was Terminiertes hat, ja, wenn ich will, dass in 10 Minuten alle Leute eine Information haben, dann muss es halt dann fertig sein. Aber natürlich hat er auf den Long Run gesehen recht. Das stimmt. Ja. Mit Titel und also Thumbnail ist das Wichtigste und danach kommt der Titel, dann kommen die Tags und das Video an sich ist ja noch nicht mal am Schluss da, weil das Video ist erst da, wenn man draufgeklickt hat. Und dafür haben ja schon alle anderen Sachen gestimmt. Oder mussten stimmen, dass man draufklickt. Und ob das Video dann gut ist oder nicht, ist ja dann theoretisch fast egal. Ja, das Wichtige ist halt alles davor. Aber wie gesagt, ich sehe das ja selbst, dass das nicht perfekt ist. Ne? Also ich habe ganz, ganz wenige Thumbnails, die ich selbst sehr gut und ansprechend finde, von die ich mache halt. Ne? Meistens ist es so, dass ich einen Kompromiss mache und mir denke, so, ich habe jetzt das Video fertig gemacht und jetzt muss ich halt noch schnell dieses Bild machen. Ne, und dann ist es leider natürlich am falschen Ende gespart. Aber ja, ich kann mich halt auch nicht hinhocken und dann irgendwie zerfließen und sagen, ich lade jetzt einfach tagelang nichts hoch, bis ich das perfekte Bildchen habe. Ja, ich finde ja das Thumbnail mit dem, ich glaube, es ist Let's Overwatch, wo Cheetah am Himmel steht. Ja, das war das Letzte, das mir auch sehr gut gefallen hat. Und da hatte ich halt einfach die Idee schon, auch bevor das Video halt. Ja, das ist immer das Beste. Wenn man schon vorher eine Idee hat. Und dann ja. Genau, das sagen auch alle. Dass entweder soll man der Titel sollte von vornherein feststehen, dann macht man dieses Vorschaubild und danach nimmt man erst das Video auf. Das ist eigentlich so der hier Best Practice oder wie man es nennt. Oder halt, man hat viel Zeit. Also wenn man mit dem Video fertig ist und trotzdem noch tagelang Zeit hat für das Bild, dann ist es ja auch kein Ding. Ja. Ich finde, das ist halt nicht so überfüllt, weißt du? Also die anderen sind auch nicht überfüllt, aber das finde ich richtig gut, weil, keine Ahnung,
Es ist simpel, ja, ich, und aber schön. So, genau, ich mag das. Ich mag auch einfach diese. Und dass die Schrift auch dahinter ist und so. Genau, diese weiße Schrift im Hintergrund mit minimalem Schatten und mehr nicht. Also man erkennt halt, was los ist. Das, da hatte ich, glaube ich, auch Richtige. Die Idee mit der DVD-Hülle. Ja, doch, da hatte ich die DVD-Hülle. Ja. Das ist auch cool, wie die aufgeht dann. Ja, genau. Ich habe da auch direkt gedacht, ach, guck mal, da ist es vielleicht von der, ja. von dem Forscherbildchen. Ich habe erst habe ich eine DVD-Hülle fotografiert so und habe die dann aufgemacht, wollte die nochmal so fotografieren, aber das ist ja irgendwie nicht das Wahre. Und dann habe ja, ich musste da auch so Ressort hier, warte, müsste ich, sag ruhig. Ich musste dafür auch rumfuchteln, weil CSGO habe ich natürlich nicht auf CD gehabt, sondern ja nur in Steam gekauft. Aber das ist die Originalhülle von Counter-Strike, also von 1.6. Hallo. Und dann habe ich einfach, also was heißt einfach, ich habe CSGO-Cover eingegeben auf Google, habe das ausgedruckt und da reingemacht. Also ich habe schon wirklich eine echte ja. DVD in der Hand, in der dieses, auf der dieses so. CSGO-Cover drauf ist. Heißt, ausgedruckt so, und reingelegt. Ich dachte, das wäre so ein... Ach, da hast du extra ein Foto gemacht. Ich hab okay, extra krass. Auf Google mir ein Foto runtergeladen und das hier bei mir ausgedruckt, mit dem Drucker halt. Ach so. Und dann da ja, vorne reingeschoben. Also es ist wirklich echt, ja. was ich da in der Hand habe. Es gibt halt auch so Mockups, heißt das? Glaube ich, dass es dann genau das ist. Ich schick's mal in den TS rein, falls du irgendwie sowas mal. Also ja, es gibt es ja nicht nur von DVDs, sondern auch von anderen Sachen. Warte, ich kann ja mal kurz googeln, was Mockup ist. Ja, die Seite ist gerade ein bisschen langsam scheinbar. Ja, Mockup ja, halt so. Ja, Mockup ist meistens so wie, dass es in Richtung Prototyp und sowas geht. Ja, dass du halt von nur so dein Stuff dann einfügst. Ich habe ja, das nicht genau. ganz krass, also ich habe das nicht, also ich habe halt nur GIMP. Ich glaube, Photoshop muss man wirklich nur die Datei auswechseln und auf die Größe ziehen und fertig. Oh ja. Das ist alles kostenlos hier? Ja. Mockup ist ja meistens das Visuelle, das ist ne? So wie Stock-Footage. So ein bisschen. Ja. Das ist quasi kostenlos. Also du kannst es halt laden, dann sagt er dir, hey, follow uns auf Twitter oder so. Dann okay, machst du das ja. und dann kriegst du es. Ja, das ist schon, das ist okay. Also sowas. Ist eigentlich ganz gut. Da habe ich mir eigene DVD-Hülle geholt und dann habe ich das so gemacht. Aber ich muss sie halt so editieren, dass sie aufgeht. Also ich habe dann noch eine von Google, weißt du, eine offene geholt und einfach die offene Seite dahinter gesetzt so. Und dann ein bisschen angewinkelt und so. Das ist ja, das aussieht. Ist nice, auf jeden Fall. Ich hätte gerne so ein Klickgeräusch gehabt, wie bei Zelda. Es gab irgendein Zelda, wo wenn er die Schatztruhe aufmacht, macht so. Das hätte ich gern gehabt, aber das habe ich nicht gefunden. Also für die, weißt du, wenn die aufgeht so. Aber ja, ich kann dir, wenn du willst, den Klick einfach aufnehmen mit einer CD-Hülle. Ich meine, du hast ja sicherlich auch CD-Hüllen bei dir. Hallo, ja, aber ich wollte wenn man die vorne so aufmacht. Ich hatte genau diesen Ach so, du wolltest... Kopf, aber ich kann den einfach nicht finden. Na, da musst du natürlich suchen. Noch, also falls du den genau ich mein, so willst. Ich meine, warte, was ist denn in dem... Ja, ach so, doch, Kotze und so. Was, Kotze? Ja, in diesem Rohmaterial. Ich habe nur kurz überlegt, ob ich dir das irgendwie so schicken kann, wie es existiert. Du hast Premiere, ne? Vielleicht kann ich das Premiere irgendwie so exportieren. Ja. Dann kannst du auch selbst die Geräusche und so austauschen. Theoretisch. Falls ja, mal was nicht passt, weißt du? Ja, das könnte man natürlich auch machen. Oh, also Adrian hat auch am Ende noch... Hat mir irgendwann geschrieben, dass man die Projektdateien komplett 1:1 nutzen könnte. Wenn man die in DaVinci auf eine gewisse Art und Weise abspeichert oder eben in Premiere, könnte man die einfach von Programm zu Programm hin und her schieben. Das wäre gut. Ich kann mal gucken später. Ich muss nur, ja, gucken halt. Läuft. Also hat er alles keine Eile. Ich schreibe mal kurz, bis wieder drin. Aber so an sich auf dem Zettelchen hat das jetzt nichts Besonderes stehen. Also nichts. Nur halt diese Frage mit dem Retro-Gaming, weil ich, weißt du, so wie so ein Gameboy-Startup, weißt du? Das wäre natürlich krass. Und mit dem Sound noch. Ja, genau. Das wäre halt witzig irgendwie. Ich weiß gar nicht, was, ob ich schon mal ein richtiges Retro-Game hier hatte, beziehungsweise, nee, habe ich eigentlich nicht. Also ich spiele gerne Retro-Games und vor allem auch für so, macht Spaß Zusammenschnitte, ne, kann man da einiges halt, also da könnte man ja wirklich einige anspielen. Ich meine, es müssen ja auch keine alten sein, es gibt auch neue Pixel, also weißt du, so 2D, ja. So Shovel King, Shovel Knight oder Jump King oder, dieses, oder so. Das könnte man halt alles dann dafür benutzen, theoretisch. Dieses Shopkeeper-Simulator, was ich mal hatte, war auch so ein bisschen auf Pixel gemacht. Man kann es dann ja auch neutral halten, so dass man einfach Retro-Gaming oder so hinschreibt, dann zählt das halt für alles. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich will halt auf jeden Fall, deswegen kam jetzt auch noch kein Video,
Ich habe dieses Jahr ja schon eins gemacht, ne, dieses Knife Giveaway am 1.1. Und eigentlich wollte ich jetzt, weil jetzt auch am 1.1. Die 11.000 voll geworden sind und ich das gar nicht gerafft habe, ich glaube, Steezle hat mir das auf einmal geschrieben, ja, dachte ich mir, ich mache jetzt endlich ein weiteres Jubiläumsvideo oder wie eben auch immer, weil zu 10.000 habe ich es nicht gemacht. Das letzte habe ich, glaube ich, zu 7.000 gemacht oder so. Bei 10.000 habe ich es halt einfach verpennt. Und da, das ist jetzt halt auch gerade das, das, was mich ins Stocken bringt. Weil eigentlich will ich dieses Jahr jetzt voll durchstarten und halt schön hustlen und vor allem schön geordnet, ne, mit Programmen, die immer wieder kommen in einem Rhythmus X. Ja, ne, mit den Mates halt, dann die Overwatches, dann natürlich macht Spaß und da vielleicht in verschiedenen Fassungen, also halt einfach neue Spiele und dann eben in dem Fall Retro-Games, das wären dann auch nochmal zwei, also eine Unterteilung. Klingt gut auf jeden Fall. Wobei ich nicht weiß, ob ich bei Retro dann so viel finden würde, ja, so viele Spiele. Okay, das ist die andere Frage. Genau, aber das ist... Ist auch die Frage, ob halt, es ankommt, so. Also, genau. Halt, kommt halt drauf an, ob du es halt zum Spaß machst, was auch manchmal schwierig ist wahrscheinlich, weil das auch viel Arbeit kostet und so. Dann will man ja auch die Zahlen reichen, sag ich mal, glaube ich, ich weiß es nicht. Ja, also gerade bei Macht Spaß erreiche ich ja leider eigentlich nie die Zahlen. Ah, okay. Also bei Macht Spaß, ich meine, ich habe ein Vielleicht paar Sachen... Vielleicht ist es rebranden. Ja. So. Es war halt, oder ist halt so, dass ich, ja, ich finde gerade, wie, warum finde ich denn die verkackten Macht Spaß Videos nicht? Ja, da sind sie doch. Ich habe da, oder warte, ich gehe mal in die Playlist. So richtig krass sind die Macht-Spaß-Sachen eigentlich nie gelaufen, vor allem im Vergleich, weißt du, zu einem ungeschnittenen Overwatch, die sind meistens im Schnitt besser gelaufen, deutlich besser als so ein Macht-Spaß-Video, das halt viele Stunden krass, Arbeit ja. reinfließen. Das ist oft so, ne? Also auch bei großen YouTubern. Ja, ja, das ist, ja, du hast halt irgendwann das, womit du dann praktisch groß also geworden bist, ne, oder deine Größe erreicht hast. Und auch wenn du irgendwie einen ultra hochwertigen Film selbst produzierst und raushustelst, kannst du danach einfach wieder Fortnite-Folge 403 hochladen und das wird mehr Klicks haben. Das ist halt leider so. Aber da dennoch habe ich manche Videos haben es geschafft, dass sie vorgeschlagen wurden. Zum Beispiel bei Henno, also bei Hand of Blood. Wow. Und das war halt gut, die Thief Simulator-Reihe. Da sind ein paar Videos dabei, die haben viele tausend Aufrufe. Das ist krass. Ich glaube sogar manche im fünfstelligen Bereich. Weil die halt dann so weit gekommen sind, dass sie vorgeschlagen wurden. Oder halt wie zum Beispiel dieses Wo ist mein Kind? Da habe ich Who's Your Daddy gespielt. Das war eigentlich komplett bescheuert. Und das hat fast 7.000 Aufrufe. Also das ist komplett aus der Reihe getanzt. Oder auch das Horror Baby. Das hat auch fast, ja, das hat 6.000. Guts and Glory war auch immer mit einigen Tausend am Start, aber dann kam halt der... Ach ja, ja, ja. Weißt du, das eine Guts and Glory Video hat 3.500 Aufrufe und das nächste hat 365 Aufrufe. Also da ist halt einfach der Vorschlag dann nicht gekommen, keine Ahnung. Woran es dann da gefehlt hat. Hier dieses, ja, also worauf kommen wir mal zurück zum Thema, die Macht-Spaß-Videos, die sind schon leider oft so, dass sie halt eben da nicht so ganz den Zeitgeist treffen, der auf meinem Kanal herrscht, und darum war Adrian auch so dahinter. Er hat ganz feste gewollt, dass ich CSGO komplett beende auf diesem Kanal und einen extra Kanal mache, und ich habe und dafür halt auf dem Main-Kanal nur Macht-Spaß. Und da habe ich zu ihm gesagt, diese Unterteilung, ich weiß natürlich, was er meint, ne? Weil diese Mischung lässt halt eben viele Sachen kleiner werden, ne? Und dann ist es auch noch so, dass YouTube wenn du ein Video hochlädst und es läuft nicht gut an, dann wird YouTube dein nächstes Video, auch wenn es ein Video ist, das sonst immer gut läuft, schlechter schon einsortieren und weniger Leuten vorschlagen. Also man schadet sich halt mit so Mischmasch. Ja, das System, ja. Das ist halt bitter. Ich habe zu Adrian gesagt, also ich könnte mir wenn dann vorstellen, dass ich aus dem aktuellen der Dumbabla-Kanal halt noch viel mehr CSGO reinballer und einen extra ja, Kanal mache, auf dem ich dann... Das würde Sinn machen. Genau, also, weil da sind ja schon die CSGO-Leute, warum soll ich die umwählen? Ja. Ja, wenn du CSGO umlegen würdest auf einem anderen Kanal, ich glaube, damit würdest du dir richtig doll schaden. Ja, das wäre einfach der Overkill. Also dem Kanal. Auf jeden Fall. Also glaube ich, ich weiß es nicht. Ja, also ich weiß es zu 100%, dass sowas leider nicht geht, dieses Umwälzen von wegen, hey Leute, da drüben ist jetzt übrigens der Content, da klicken halt nur die Hardgesottenen drauf. So 10% rüber oder so, oder 5% genau. Oder so, keine Ahnung. Nee, das glaube ich, also, wäre nicht so gut gewesen. Genau, das wäre nicht. Und wenn, dann müsste man theoretisch diese Macht-Spaß-Videos umsortieren und die auf einem Extra-Kanal hochladen, ja, so wo halt dann jeder weiß. Quasi. So, das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, oder? Aber ja, also da stehe ich, das ist halt echt schwierig irgendwie. Ist auch, man muss ja auch die Übersicht behalten dann und so. Ja. Also das fände ich alles gar nicht so tragisch. Ich weiß halt immerhin, wenn ich jetzt einen Macht-Spaß mache, dass dieser Initial.
diese Initialklicks, die halt auch auf dem Bubbler-Kanal kommen, sind ja trotzdem ein paar hundert, die das sich das halt meistens dann anschauen, diese Macht-Spaß-Dinger, dass die halt schon dazu verhelfen, dass das Video auch vorgeschlagen werden könnte. Und dann sogar halt bei Henne oder sowas steht. Dann ist halt das Gegenargument, jemand schaut sich es an, irgendein macht Spaß von Thief Simulator und denkt sich, oh, wie geil ist das? Bei dem schaue ich vorbei. Und dann sieht er Overwatch Folge 902. Und das ist halt dann irgendwie kontraproduktiv. Außer alle Videos werden gehandhabt wie Macht-Spaß-Videos. Also in Form von Betitelung halt, ne? Ja. Ich meine, ich habe ja schon lange keine Folgennummern mehr oder sowas, ne? Bei mir ist ja Overwatch Wahnsinn Reloaded und so ein Schotter. Also ich will gucken, dass alle Videos einfach in diese Richtung gehen, dass sie alle halt einfach gut sind oder so gut wie möglich. Ich meine, diese Neujahrsansprache oder sowas, klar, das ist jetzt kein Spektakel. Das ist ja logisch, aber das ist ja auch bei Henno oder bei sonst wem kein Spektakel. Das ist halt einfach nur, was dahin gesagt ist. Das hat der Adrian auch kritisiert, ne? Oder? Hat er bei mir zumindest, meint er so, aber ja, ich denke mal so, ja, das ist halt für die Stammzuschauer sowas, weißt du? Ja, genau, es ist, also ja, du weißt es, du hast es ja gemacht. Ja, genau, es gibt diesen Unterschied, man sagt, es gibt Hub-Videos und es gibt Hero-Videos. Und die Hero-Videos sind die Leute anlocken und die Hub-Videos sind die halt die vorhandenen festigen. Wie halt so eine Ansprache oder Top 10 Dinge über mich, die ihr noch nicht wisst, weißt du, diese ganze Schotter halt. Ja. Gibt es Dinge, die wir über dich noch nicht wissen? Ja, genau, merkwürdig. 10 Stück ist sogar Wahnsinn. Krass. Naja, also das, ja, dieses Jahr soll halt jetzt auf jeden Fall koordinierter verlaufen, weil letztes Jahr waren viele Strecken, ich meine, gut, da war ich halt privat eingebunden, ne, mit Hochzeit, Hauskauf und dem ganzen Schotter. Dieses Jahr soll es halt wirklich dann schön koordiniert wieder durchlaufen und dann auch mal wieder nach Wachstum gucken. Ja. Weil letztes Jahr kamen die 10.000 rein und dann das war so mein Ziel. Also es ist nicht so, dass ich nicht mehr möchte, aber ich habe gesagt, sobald die 10.000 drin sind, versuche ich es nicht mehr. Ne? Dann lasse ich es einfach laufen und gucke, was halt so passiert. Ja. Und das habe ich leider etwas arg gemacht. Also ich glaube, es gab Zeiten, da habe ich eine Woche, ich glaube sogar 2 Wochen am Stück überhaupt nichts hochgeladen. Und dann kam irgendwas so ein ganz normales, jetzt nichts Besonderes, wo man sagt, oh, da hat er 2 Wochen dran gearbeitet, sondern einfach nur so ein 10-Minuten-Video. Ja. Ja, ich meine, das will ich halt weglassen. Es muss jetzt halt ein bisschen strammer laufen und halt einfach koordinierter. Wobei ich es jetzt halt die Woche schon mal nicht geschafft habe, weil ich mir noch voll unsicher bin mit diesem 11.000 Ding-Video. Es hätte so schön gepasst, weißt du, wenn das direkt am 1. gekommen wäre. Ja. Aber da war halt noch überhaupt keine Zeit. Also der Dezember war so durchgepasst. Genau, genau. Und deswegen, ja, jetzt weiß ich halt nicht, ob ich, weißt du, standardmäßig einfach jetzt zum Beispiel morgen halt das nächste mit den Mates oder sonst was, macht Spaß oder irgendwas machen soll oder halt noch jetzt das mich reinknien sollte in das andere. Was war das andere? Das andere wäre halt dann so ein 11.000 Abonnenten-Special. Ach so. Ist auch nichts ultra Besonderes, aber halt einfach so ein kleiner Recap des letzten Jahres, vielleicht der letzten paar Jahre und so. So irgendwie. Und sowas dauert halt ein bisschen, allein die Sachen rauszuziehen. Und hätte ich gar keinen Bock drauf. Ja, genau. Und vor allem habe ich dann keinen Bock drauf, dass der Kanal die ganze Zeit kein Video hat. Du könntest ja, schwierig, weil man nicht alles auf einen Blick sieht. Aber du könntest halt so ein paar alte Videos, also ich habe letztens die alten Guschel-Videos gesehen, nicht geguckt, also noch nicht. Aber du könntest ja immer so ein paar Sachen raussuchen, so weißt du. Ja, das ist oder gar nicht so das große Problem. Stream, ich weiß nicht. Sondern hauptsächlich tue ich mir gerade, also ich würde gerne. Oder alte Best-ofs gucken einfach. Ja, genau. Ich habe schon einen Ordner, da ist schon viel drin. Ich hätte halt gern dieses Video als nächstes, damit das praktisch das erste richtige Video des Jahres ist. Oh, aber dann würde jetzt ein paar Tage nichts kommen und ich glaube, das kann ich nicht verantworten. Ich glaube, ich werde einfach den Flow jetzt schon aufnehmen mit Standardvideos. Wir können ja Podcast machen. Ja, also. Aber halt einfach, dass ich mir praktisch dann doch eingestehen muss, dass das nicht das erste Video des Jahres werden kann, weil ich halt so lange dran sitze, sondern dass davor was kommen muss. Da habe ich heute schon ein bisschen rumgestruggelt und gestern auch. Und also läuft. Ich gucke, dass ich da auf jeden Fall reinnudel. Ich muss auch noch Sneasel was hochladen. Sneasel meint, er möchte auch wieder was schnabulieren. Ich verrate nichts, weil ich nicht weiß, ob er irgendwas verraten hat. Achso, ja, er hat mir gesagt, er hat mir gesagt, dass ihr halt mit dem Best-of halt machen wollt und euch Sachen runtergeladen habt und viel angeschaut habt. Und ich habe dann, das war noch freitags oder samstagmorgens im Stream, ich habe dann gefragt oder angeboten, ob ich dann auch irgendwie mithelfen soll, drüber gucken soll oder halt beim Endschnitt oder Lirum Larum irgendwie, ob ich was beisteuern kann.
oder ob ihr das so machen möchtet wie Adrian, dass es so geheim ist und ich es erst am Ende sehe, wenn es fertig ist. Und Sneasel meinte, ich könnte ruhig mit reingucken. Ja, hatte ich auch nichts gegen. Also Sneasel hat mich halt nur als Hilfe so, dass ich mit Clips gucke, habe ich noch nicht gemacht, habe ihn die letzten 3 Tage gedodged aus Versehen. Aus Versehen, ja. Also ich war halt dann mega, also ich war halt da den ganzen Tag und er nicht. Und dann wurde ich irgendwie müde und dann habe ich mich halt hingelegt oder hatte was anderes vor noch. Aber gut zu wissen, dass er schon sehr viel gemacht hat, scheinbar. Ja, ich glaube, er hat schon ordentlich reingenudelt. Ja, er hat auch meine... Aber, ich soll ihm halt eher auch helfen bei Ideen und Umsetzung so. Ja, ja, genau, genau. Ja, und da habe ich halt gesagt, ne, wenn ihr... Also mir hat es zum Beispiel auch ultra gefallen, das Video von dir ne, halt nochmal so anzuschauen und dann vielleicht nochmal selbst was einzubauen oder sowas, weil es halt... Also, dass du das aufkoppelst, du weißt schon. Weil es halt schon theoretisch fertig war, ne? Das ist schon echt sweet. Das war schon... Ich glaub, ja, da habe ich kurz... Da wäre es dann wiederum besser, wenn du die... Pro-Dateien hättest, weißt du, das ist so, ja, ein Programm dann, weißt du, ja, das wäre ideal gewesen. Und dass ja, das halt asynchron war, war kacke, aber hast ja, du echt gut hinbekommen. Dankeschön, dankeschön. Ja, die Umsetzung, also da hätten wir die Projektdateien hin und her schieben müssen, das ist schon. Aber ich meine, ich hatte da kurz dieses Feeling, dass ich... Oh, also, weißt du was? Sorry, ja. Dass ich unterbreche. Ja, das ist mir gerade eingefallen, weil ich es eigentlich nie nutzen wollte oder sowas. Weil ich, warum so? Aber bei DaVinci gibt es dieses separate Ding nochmal. DaVinci irgendwas. Das ist... quasi, dann kannst du mitarbeiten da dran. Ich meine, das war so. Ja, so, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist so eine... Quasi Adrian, Google Adrian Drive, aber halt DaVinci Resolve. Genau, Adrian also, hat auch immer davon geträumt. Er hat gemeint, er hat bei Henno gesehen, dass die so ein Zimmer haben, wo dann irgendwie 3-4 Leute sitzen und ein anderer hockt in einem anderen Raum und editiert live und kriegt von denen dann gesagt, spul mal zurück und mach da mal noch was und mach dies und das und so. Und davon hat Adrian immer geträumt. Ich nehme an, das ist das, ne? Man kann praktisch scheinbar mitgucken, ja. Und beim Editing halt praktisch gemeinsam ja. die Finger drin haben. Ist aber auch, also man muss ja nicht gleichzeitig arbeiten, aber so, wenn ich zum Beispiel was mache und dann sage ich so, ja, ist fertig, kannst reingucken. So, weißt du, das wäre halt auch crazy. Ja, jo, klar, natürlich. Das einfach so zum Abgleichen und gucken und zeigen und halt auch einfach, ne, fällt dir noch was ein, fällt mir noch was ein, was könnte man machen ja. Und so, auf jeden Fall. Braucht man das auch nicht mal hin und her schicken. Das wird einfach geuploadet da irgendwie über eine Cloud oder so. Das weiß ich auch nicht genau, wie das geht. Also es gibt Premiere hat das auch. Ich weiß es nicht. Achso, okay. Ja, okay, also, das kostet aber, ne? Ja, Premiere kostet es halt. Aber also die haben extra so einen Modus, dass man gemeinsam über eine Cloud dann an einem Projekt rumarbeiten kann. So ein bisschen wie auch, wie wenn man halt grundsätzlich die solche Programme benutzt, wie heißt es? Quidditch oder sowas. Quidditch? Ja, ne. Wenn ich sag, weiß es bestimmt. So eine Sache, wo du... So. GitHub, glaube ich. GitHub ist es. Ah, genau. Ja, weißt du, wo du halt dann... Du machst eine Version und stellst sie rein und die Leute sagen, ja, läuft. Und dann wird das hinzugefügt und so. Ja. Und man kann live, aktiv zusammen an was arbeiten und sieht, ah, der andere hat dies gemacht, dann könnte ich mich da dran setzen und so. Und sowas hat wohl Premiere... für sich selbst entwickelt, dass man halt so ein Projekt komplett in der Cloud ablegt und jeder dran rumwurschteln kann. Ja, das ist echt, das ist auch so smart einfach. Ja, auf jeden Fall. Vor allem in der heutigen Zeit, wo dann nicht nur Firmen und so, sondern halt auch 1000 YouTuber. Ja, ja, genau, da sind ja alle am Nudeln. Content Creator, sag ich mal. Ja. Hey, gut. Ich habe noch eine Idee für dich. Ich weiß nicht, habe ich dir, glaube ich, schon mal geschrieben. So Minecraft-Challenges. Ist mir letztes Mal eingefallen, aber weiß nicht. Was? Minecraft-Challenges? Ja. Also auch Videoform oder Streamform oder sowas. Einfach, wo man halt in Minecraft... Videoform dachte ich irgendwie, aber keine Ahnung. Mir ist mir nur so eingefallen. Ich glaube, ich habe wieder irgendein Video gesehen. Wo ich mir so dachte, ja, das wäre echt lustig. Weißt du, als wir angefangen haben, haben wir das gemacht vor, was weiß ich, 8 oder 9 Jahren oder sowas, gab es dann auch so, da wurde man eingeladen zu anderen YouTubern, hatte dann halt so Challenges, die man machen musste. Oder auch so Spiele und sowas. Ja, sowas ist natürlich auch nice. Weil Server dann wahrscheinlich benutzen, beziehungsweise je nachdem, was für Challenges das sind, ob es jetzt für einen alleine ist oder für mehrere. Was habe ich denn geguckt letztes Mal? Das war aber irgendwas cool. Also das wird halt auch zu dir passen. So, dann nimmst du halt so eine Session auf und dann kannst du es halt direkt auch cutten. Aber ich weiß nicht, ob das so lustig wäre zu schneiden, aber ja. Aber eine Challenge weiß ich noch. Da hat er
So eine Mod, dass er jedes Mob sein kann und dann war er Fisch und musste es als Fisch spielen, so. Das habe ich auch gesehen, aber ohne Challenge. Das waren einfach so zwei Knilche, die halt als Fisch versucht haben, das durchzuspielen, das Spiel. Ja, oder also, war das? Ich würde es Challenge nennen. Dann, weißt, ja, das war das. Aber ich habe letztens nochmal was gesehen. Also so von wegen, ey, ich darf nur Holz benutzen oder irgendwie sowas halt. Obwohl das jetzt keine gute Challenge ist, aber du weißt, was ich meine. Ja, aber das ist natürlich schon echt eine Sache, die könnte... Das ist auch was dann gut geklickt wird. Was war denn das nochmal? Ja, aber Minecraft ist halt immer noch was Schönes so. Das ist halt dann wirklich was Aufwendiges, ne? Gerade halt sowas wie benutze nur Holz und besiege den Enderdrachen oder sowas, dann da schafft man das ja wirklich sehr, sehr lange dran. Ja. Mikrofon aktiviert. Weiß nicht, habe ich letztes Jahr schon gesagt, wegen Mario Kart zum Beispiel. Das mega dumm war, weil ich voll fühle, das hat lang gedauert und dann ging es gar nicht. Also das Game ging schon, aber halt nicht online. Man muss dann irgendwie, habe ich dir geschrieben, ne, mit dem Account und so. Ja, genau, das war... Aber sowas wäre halt, weil immer wenn ich so mit Darky oder so spiele, ich finde Darky ist halt so ein Charakter, weißt du? Und das wäre halt, glaube ich, in einem Video auch recht lustig. So, ja, oder auch Sneasel und auch die anderen halt, nur bei CS tilten halt immer alle und das ist dann immer so schwierig. Aber so Mario Kart wäre halt, kann man auch tilten, aber das wäre so ein freundschaftlicher, lustiger Tilt. Ja, genau. Ja, genau. Oder das sehe ich halt, schon, es gibt auch sowas, das nennt, also du kennst du, ich weiß, da haben wir dich schon öfter drauf angesprochen, Tabletop Simulator, da kann man so alle möglichen Brettspiele drauf spielen, so Mensch, ärgere dich nicht, oder Luedo und so, und da gibt es zum Beispiel auch Secret Hitler, das ist sowas wie TTT oder Among Us, bloß halt als Brettspiel, dass man herausfinden muss, so, wer ist jetzt Faschist und ja, sowas halt. Das habe ich letztens nur wieder gesehen, dachte, ey, das wäre auch echt lustig. Ist aber dann auch eine lange Session, so, weiß nicht. Aber wäre lustig, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Was ballert rein? Auch sowas wie Hand Simulator oder so. Das kann halt echt, das kann ordentlich knallen. Also da muss man sich dann, bei Phasmo, also Phasmophobia war es ja auch ähnlich. Ich komme, das war gerade überhaupt nicht voran mit dem Projekt. Das fand ich auch gut. Also da war keiner von so, jetzt. Von den Standardleuten. Ja, also von, also mit denen, den ich dann auch spiele, sondern halt so, ich glaube Ghost Rider und es so weiter. Es waren G4 Scorpion und Nasty. Ja, so rum. Ah ja, okay, Nasty. Aber es ist, also es hat mir halt, also es geht nicht nur um halt die Leute, also. Ja, ich weiß, was du meinst. Einfach also, genau diese Art. Man spielt was zusammen halt, was jetzt eben nicht Counter-Strike ist, sondern was irgendwie darauf aufbaut, dass man. Ja, das ist so. Es ist ja theoretisch dann auch wie macht Spaß, nur halt mit mehreren. Ja. Und da, das ist vom Aufbau her einfacher, weil ich nicht alleine bin, ne, und das alleine tragen muss, sondern genau. Weil das halt getragen wird auch von den anderen und dann liegt praktisch nur noch am Editing halt, dass das alles gut zusammenpasst und dann muss man auch meist gar nicht so viel reinnudeln. Also von wegen irgendwelche überkrassen Effekte, ne, wenn er sich auf dann mich zurennt und kreischt. Ja, sorry. Ja. Ne, wenn er die volle Angst auf mich zurennt und der Mr. Geist und er schreit irgendwie, die ist hinter mir, die Amanda, dann ist es meistens schon so krass. Und ja, natürlich wäre das dann bei uns genauso, wenn wir halt Hand Simulator spielen und Neon Darky die Waffe nicht zusammengebaut bekommt und anfängt zu fluchen. Ja, ist das halt mehr, schon ist halt mehr Content in demselben, in derselben Länge vom Video. Genau, weil halt einfach x Personen jede noch ihren Kram damit reinballert. Also das ist auf jeden Fall auch eine sweete Geschichte. Ich war da ganz am Anfang voll weit von entfernt, weil ich ja wirklich alles alleine gemacht habe. Die ganzen Aufnahmen, aber das wird dann doch immer oder kommt dann doch zumindest immer mehr, weil es halt auch insgesamt natürlich Spaß macht. Ne? Es macht halt echt Bock, so mit euch reinzudümpeln, also egal jetzt mit wem. Und es ist halt nochmal ein Vorteil vom Content her, weil halt eben mehr drin ist. Ja, das war eigentlich alles. Aber das mit den Mails würde ich halt sogar besser finden als Minecraft, glaube ich. Und also natürlich, Minecraft war auch nur so eine schnelle Idee. Ja, das mit den Mates ist auf jeden Fall fest. Mates ist ja drin. Quasi schon im Gange. Genau, das ist ja. CS-Videos. War immer unter. Ich habe damit irgendwann angefangen, die Sachen zu schneiden und hochzuladen. Und dann bist du irgendwann auf die Idee gekommen mit den Jungs und dann halt mit den Mates. Ja, und Jungs ist halt so. Ja, klar, das ist etwas das zu spezifisch. Ist, irgendwie schon. Irgendwie mag ich. Ja, also ich find's so auch echt passend mit den Mates. Einfach mit so mit den. Ja, Mates ist. Aber ich hatte lange überlegt, so, was könnte man da sonst reinmachen? Ja, Mates ist jetzt auch keine Innovation, aber es ist halt neutral gehalten. Ja, es ist und genau. Selbe Länge vom Buchstaben. Also ich muss wirklich nur die Buchstaben austauschen, nicht noch mehrere neu animieren. Ich finde das so auch echt optimal. Und jetzt kann das eben wirklich dann als
eigene Serie oder halt zumindest als erkennt, also dass man erkennt es halt direkt am Anfang. Ich meine, ich muss noch gucken mit den mit den Thumbnails halt, dass man, dass da auch irgendwas drin ist. Also du hast ja einmal dieses Männchen erstellt, beziehungsweise diesen Rahmen, ne? Oh, der war aber schlecht. Wie konntest du denken, dass das gut war? Ich fand es gar nicht so schlecht mit dem Face, mit dem, also Face. Und mit dem Hütchen auf und sowas. Ach so, ja, genau. Aber ich weiß noch, Adrian hat da richtig rumgepimmelt. Ja, kann ich mir vorstellen, das war ja auch richtig schrecklich. Das ist doch dieser gelb-schwarze Rahmen gewesen wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, wie, hä, warum habe ich das jetzt überhaupt geschickt? So. Das macht keinen Sinn. Ja, aber da kann man ja auch mal gucken, dass ich mich über alles freue, was du machst, aber wenn du keine Zeit hast, keine Lust hast oder sonstiges, ne, dann ist alles cool. Alles cool. Ja, also von den Thumbnails her, da könnte man noch irgendein Erkennungsding halt reinmachen, was aber vielleicht auch diverse Variationen hat. Also ich finde diese Rahmen grundsätzlich nice. Ich habe auch bei den Knives angefangen. Ich meine, meine Rahmen sind jetzt zwar auch, ich kann das halt so gut wie gar nicht. Aber immerhin habe ich bei den Knives. Die Knife-Rahmen finde ich ganz nice eigentlich. Auch mit dem, so diesem, wie heißt das, Gradient-Effekt? Einfach ein Farbverlauf. Ja, genau, ja. Also ich habe da so ein bisschen rumprobiert und dachte, ich guck mal nice. Da. Das sieht nicht schlecht aus. Und aber wenn man das halt so durchzieht, weiß jeder, guck mal da, das ist ein Knife-Video, da weiß ich schon, was auf mich zukommt. Ja, true. Und das stimmt. Wäre natürlich schon nice, wenn das theoretisch jedes Genre so ungefähr hätte. Ja, ne? Vor allem auch, weil du keine Titel mehr hast, die... Also steht nicht da Cisco Overwatch Part 110 und dann irgendwie ein Titel so normaler, sondern halt, was geht bei dem ab oder... Genau, es ist einfach das, was... Man weiß halt nicht direkt so, ist das jetzt ein Overwatch oder... Ne? Ja. Also ich meine, wenn man nicht guckt, weiß man es, aber ja, wenn man da so einen Rahmen hätte, bei Overwatch würde ich halt so einen blauen Rahmen nehmen vielleicht. Ich habe mal sowas ausgeschnitten gehabt, das habe ich auch für das Intro benutzt, so eine Medaille, die kannst du ja eigentlich immer auf dieselbe... Da könnte man einen coolen Rahmen machen, ja. Ja, ich habe und da einfach mit so Elementen halt arbeiten, die man eben da so kennt, ne? Also dass ich zum Beispiel, ich habe hier sicherlich irgendwo eine Lupe rumfliegen, dann gucke ich mal, dass ich da halt auch so verschiedene Sachen schon mal vorarbeite, wie man mit Lupe irgendwo drauf guckt oder sonstiges. Und ja, dann muss man da meist gar nicht mehr so extrem viel da rumbaldowern, wenn man dieses geschichtenerzählende Stück dann praktisch schon hat. Ich meine, außer der Titel oder außer der Inhalt ist halt dann doch was ganz Spezielles. Und theoretisch soll es ja auch darauf hinauslaufen, dass halt eben da alle Videos ungefähr gleich gut werden sollen oder halt ein gewisses Maß an Unterhaltung haben sollen, bis auf vielleicht ganz spezielle, muss man halt da dann auch wiederum gucken, dass es in der Thumbnail eben ausgedrückt wird und dass er nicht so generisch wird, wenn man halt dann praktisch immer das Gleiche benutzt. Müsste es aber auch gleich losgehen. Jo. Also wir haben gleich noch einen Termin. Aber ja, also wir können gerne demnächst noch wieder weiterschwätzen. Tja, das ist gut. Und, Ich habe auch Merch-Ideen, zwei neu, aber ich sag noch nichts. Habe ich mir aber notiert diesmal. Okay, ist auch nichts Großes so, aber ich fand die Idee witzig. An sich auf jeden Fall. Weil da können wir gerne rangehen. Oh, noch eine Idee gehabt jetzt gerade. Und vielleicht, hast du jetzt eigentlich schon Zugriff auf den Trello-Account, auf dieses Trello-Zeug? Ja. Weil da kannst du ja theoretisch auch dann schon was ausbaldobert das reinschreiben, wenn ich irgendwie... Also eine Idee halt einfach oder auch einfach nur ein Gespräch da vielleicht hinschreiben von wegen, hey yo. Wir sollten echt mal Mario Kart ausprobieren. Ja, so solche Sachen. So für die dann, Wii dann halt. Und dann, genau. Ja, dass man das... Einfach nur mal testweise, wie das so läuft, ob es wirklich lustig ist oder nicht halt. Also wenn du mal irgendwie was brauchst so und ich weiß was. Ja, genau. Also du hast da ja Zugriff drauf. Ich guck mal gerade auf Trello Vanello. Hat jetzt, glaube ich, auch schon wieder zwei Wochen nicht, aber will das auch ein bisschen mehr. Wenn gut, jetzt wo Adrian, glaube ich, auch eher ein bisschen mehr ausgestiegen ist, wird da auch nicht mehr so viel drinstehen. Er hat halt immer so viel Kram gehabt mit der Qualität und so, aber da will ich jetzt gar nicht anfangen. Er hat ja echt, man weiß ja jedes Mal, es ist ja, hat er echt Hand und Fuß, ne, was er sagt. Ja, also ich verstehe dich komplett. Also. Ja, nur die Umsetzung, die er wollte, ging halt nicht. Also, okay, manchmal ist schon ein bisschen zu viel. Ja, zu viel. Aber und er hat gute Tipps, muss man sagen. Auf jeden Fall. Er hat sich echt hart informiert. Ultra viel informiert. Er macht es, glaube ich, auch nach wie vor. Er ist aber wie gut. So ein Geek. Ja, genau. Gut, dann packe ich es mal. Ja. Sorry, besser ist nicht. Nee, alles gut. Ich wollte nur sagen, von wegen, man hat also manchmal alles so im Kopf, aber die Umsetzung ist dann halt auch nicht so einfach.
Ja, genau. Ich habe dann was gelesen und dachte Oha. mir, okay, es ist leicht geschrieben, leichter gesagt als getan. Und vor allem versuche ich es umzusetzen und dann schreibt er, das ist aber Oh, okay, das ist scheiße. belastend. Naja, gut. Jo. Dann packe ich es mal, hau rein und wir hören Klar, uns. danke, ne? Ja, Hau kein rein. Problem, ich habe zu danken. Bis dann. Ciao, ciao.